Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt in der zweiten Ausgabe. Wie wir es in der letzten Ausgabe erfahren haben, sind wir immer noch auf Suche nach Yennefer und sind hier in einer Taverne gelandet. Und wir müssen dann einfach hier ein bisschen rumfragen, um zu erfragen, wo sie hingeritten ist, was ihr Plan ist und wo der Weg von ihr hingeht. So, ich sage, wir fragen bei den Typen hier mal nach. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Alter, so unhöflich. Dialoge, Axi. Bei Optionen, die mit Axi markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster. Dann würde ich sagen, probieren wir das gleich mal, oder? Rede sofort mit Axi. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Okay, dann haben wir schon ein paar Infos mehr, aber immer noch nicht genug, um mir nachzureiten. Nochmal, es gibt vier Farben. Vier was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik, nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen? Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Ja, klingt so wie in der typischen Bar, wo ich mich immer rumtreibe, wenn die Kollegen mir ein Kartenspiel beibringen wollen. Sagen wir, reden einfach mal mit dem Typen da. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva. Ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Okay. Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Was machst du hier? Einfach mal Interesse. Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Geh zu deinen Büchern zurück, schreibe über den Krieg, wie er wirklich ist. Jo. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Das auch noch gleich. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen.
gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Mhm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Okay. Dann leb wohl. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ja, warum nicht? Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Willkommen bei Gwind. Gwind ist ein altes Kartenspiel der Zwerge, das den Zusammenstoß zweier Armeen darstellt. Die Spieler sind Generäle, die Karten sind ihre Streitkräfte. So, zuerst ziehst du 10 Karten, das ist dieses Spiel deine Hand. Ziehst du nach keine Karten mehr, setzt diese 10 also klug ein. Ah, hätte ich lesen sollen, scheiße. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs aus dem Schlachtfeld. Auch die deiner eigenen Karten. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu 2 Karten abwerfen und neu ziehen. Okay. Hier ist das Sichtfeld, dies ist deine Seite. Seite des Gegners. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jeder Karte ist ein Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jetzt einsetzen, indem du X drückst. Ausspielen von Karten. Drücke A, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Drücke noch einmal A, um sie auf dem Schlachtfeld zu platzieren. Ja, Ich sterbe für ihre Rangen, ich töte für ihre Rangen. Ja. Die Zahl links bei dem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke deiner Einheit. Die Zahl rechts zeigt die aktuelle Gesamtstärke der betreffenden Reihe. Beide Zahlen werden aktualisiert, wenn eine Karte gespielt wird. Am Ende der Runde gewinnt der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke. Okay. Wenn du bist, kannst du passen, wenn du Y teilst. Wenn du passt, kannst du diese Runde keine Karten mehr ausspielen. Dein Gegner kann weiterhin Karten ausspielen, bis er ebenfalls passt. Sollte es passen, wenn du zusätzlich bist, mit den bereits ausgespielten Einheiten gewinnen zu können oder um den Gegner gewinnen zu lassen und deine Karten für die nächste Runde aufzubewahren. Ende der Runde. Eine Runde endet, wenn beide Spieler gepasst haben, dann wird ihre Gesamtstärke, ihre Einheit und damit der Rundensieger bestimmt. Alle Karten im Schlachtfeld werden abgeräumt und die Gesamtstärke des Spielers wird auf 0 zurückgesetzt. Okay. Aha. Sind jetzt beide von gleicher Stärke. Sagen wir jetzt hier unten noch einen hin. Ziemlich auf Bogenschützen. Okay. Jetzt hat er eine Trebuchet da hinten. Aber das können wir mit der Ballista auch machen. Yeah.
Der Regen. So, ich habe jetzt nur noch zwei Wetterkarten. Achso, okay. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich wüsste, was ich da mache. Kann ich nicht auch? A3, halb. Okay, halten. So, der Verlierer verliert auch einen Lebensedelstein. Das Spiel ist vorbei, wenn der Spieler beide Lebensedelsteine verloren hat. Okay, du hast die erste Runde gewonnen. Cool. Okay, alles klar. Ach, dann habe ich nur noch zwei Leute. Wenn jetzt ein Trebuchet. Ah, verdammt. Dann drehen wir Trebuchet setzen. Wenn ich jetzt aufpasse, dann haben wir gewonnen, oder? Ja! Wir haben gewonnen! Profi-Tipps! Es ist keine Schande zu passen und den Gegner eine Runde gewinnen zu lassen. Manchmal ist es besser, die Karten für später aufzubewahren. Jede Karte hat außerdem einen eigenen Helden. Helden sind hochwertige Karten, die gegen die Effekte von Sonderkarten immun sind und um das Schlachtenglück wenden können. Sammeln wir einmal die Karten, indem du bestimmte Quests abschließt oder Karten bei Händlern erwirbst. Cool. Sieh an, du hast ein Händchen für dieses Spiel. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gewinn spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. So, dann haben wir unsere Partie Gwind gewonnen. Aber jetzt sollten wir es mal weiter auf die Suche machen. Ein Gwind-Kartensatz haben wir gewonnen. Cool. So, was haben wir hier? Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Ja, gegen einen Gratis-Drink sagen wir nicht nein. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Große Schnapsgläser. Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du Jennifer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Gerald von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Hast du Jennifer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen, geht es um die Liebe? Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Jennifer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten. Und du bist in der Nähe und kannst helfen. Der ist so schnell hingegangen. Ach, keine Ahnung. So. Wir müssen in der Garnison nachfragen. Wo war denn hier der Ausgang? Ah, hier. Ausgetrunken!
Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ihr holt besser noch ein bisschen Verstärkung. Drei von euch haben keine Chance gegen mich. Was? Ich könnte dich allein zerlegen. Wenn ich einen Sack über dem Kopf und die Hände in Fesseln hätte. Nein, eigentlich nicht mal dann. Chet, Lash, zurück! Dem Rumtreiber erteile ich eine Lehre. Mann gegen Mutant. Okay, komm her. Oh. Penner, ey, komm her. Reiß ihm die Eier ab! Komm her. Bam, down, nächster. Na komm schon. Alter. Ja, ja. Kommt her. Ah, scheiße. Automatisch gespeichert. Cool. Wo können wir hier looten? Meine Großmutter hat mir altes Ziegenfell. Er war eines Tages verschwunden. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verwirrt. Langsamer. Achtung. Ja, so war's. Goldemar, bringst du ein Gläschen mit mir? Natürlich, habe ich aber gerade. Entschuldigung. Okay, wir müssen hier durch. Achtung! Hexe am Vormarsch. Oh, eine Kurve. Alter. Helm? Kaust du die oder schluckst du die? Na, Garnison. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Hoppala. Komm schon! Okay. Laufen mal hier ein paar Galgen, auch sehr schön. Galgen sind immer was Schönes, vor allem hier am Strand. Wunderschön. Wunderschön. So, aus dem Weg. Ja, kannst du nicht dafür. Geht aus dem Weg, wenn ein Pferd kommt. Was soll denn das? Ah, hier sind noch irgendwelche Viecher. Nein! Laufen wir jetzt mal Richtung Garnison. Hier ist Ausbildungscenter. Götter. Lady Frog noch klingt. Angst? Nee, nee. Okay, hier ist also die Garnison. Hopp, huch. Lady Frog noch klingt. Ach, Mann, ich muss echt so ein bisschen einstellen noch. Ein bisschen Feintuning begehen hier. Okay. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm. Ja, kann man auch anders verstehen. So. Laufen wir hier mal rein. Den Turm hinein. Handwerker können dir verschiedene Gegenstände anfertigen gegen einen. Obolus versteht sich. Waffenschmiede schmieden Waffen, Rüstungsschmiede stellen Rüstungen her. Wenn du ein Handwerksschema findest, bring es zu einem Handwerker der richtigen Sorte und Fähigkeitsstufen, damit er den Gegenstand für dich anfertigt. Okay. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel.
Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Vatgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es, was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Tomira und Mislav. Danke. So und Jagden. Okay, dann haben wir schon die aktives Ziel. Und dann aktives Ziel und so. Drücken, um einen zuzufahren. Okay. So, und dann haben wir auch schon die Informationen bekommen für den Greif, den wir wollten. Dann können wir es endlich dem Greif Saurus geben. So. Dann werden wir uns mal diesen Greif zerschnappen. Und die gezündet sich ganz. Ah, schnell reisen. Wegweiser ermöglichen dir direkt von einem zum anderen Ort zu reisen. Näher dich an den Wegweiser und drücke A. Ah, okay. Ah, da hinten ist er. So ist fein, ja, wo ist der Plätze? Ja. Auf geht's. Dann gehen wir einen Greif jagen. Uhu. So. Versuche ich noch ein bisschen an der Sensibilität feilen. Wäre noch ein bisschen schwer. Meister Hexer. Hua. Oha, Lütze. Ja. So ist es. Ein Kaufmann. Schauen wir mal. Hallo? Hallo. Jetzt. Was ist passiert? Monster! Monster aus dem Sumpf! Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon.
Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Ja. Eine kleine Nebenquest nehmen wir natürlich auch noch an. So ist's gut. Vielleicht, wenn es auf dem Weg liegt, können wir es auch gleich machen. Aber wo wir hinkommen. Schauen wir mal. Achtung! Entschuldigung. Komm schon, Plätze. Hier. Halt! Ist das ein Questziel? Bin ich auf dem falschen Knopf. Verdammt. Okay. Störe ich? Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte. Nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Ich suche Kreuzdorn. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist... Stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter sah so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Kaiser M. hier dürftet ihr egal sein, aber diesem Hauptmann nicht. Der kommt mir anständig vor. Es gibt keine anständigen Männer in der Armee, nur Befehle. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Okay. Am Ufer des Flusses. Warum laufe ich eigentlich? Plötze? Da ist er. Komm schon, Plötze! So. Laufen wir hier mal weiter. Am Grunde des Sees. Okay. Einfach mal reingucken. Verdammte Hexer. Ja. Will ja auch noch helfen. Alles so negativ gegen Hexer, das ist ja unfassbar. So, da sind wir schon. Oh. Ein paar Kunst vom Feinsten. Ach, verdammt. Einmal rum. Tschuck. Und rein. Jemand zu Hause? Muss wohl auf der Jagd sein. Ein Hexer sind. Ach. Offerten lesen. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen.
klingt. Da ist er. Bist du Miss Love? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht. Weil sie schlau sind. Schlauer als Füchse. Und Menschen leidenschaftlich hassen. Zu spät. Noch ein Angriff. Angriff. Ich glaube, die mit Hand. Mit der Hand bearbeite ich die hier. Hey. Oh, Alter. Okay, müssen doch einen Schaden machen. Noch einer. Bam. So läuft es. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Tut mir leid. Hoffentlich habt ihr euch nicht zu nahe gestanden. Nein, überhaupt nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zusammen. Ja, da haben sie wohl die schon deine Überlebensinstinkte. Hunde wieder mal einen schönen Snack gegönnt. Ich gehe leise. Wir sind immer noch auf der. Mich hört und sieht kein Greif. Suche nach dem Schauplatz des Verbrechens, wo der Greif die Soldaten getötet hat. Wo man uns sagt. Wie hieß es? Kreuzdorn zu kommen, sowas. Drüben steht es sogar, Kreuzdorn. Ja. Okay. Wohin, Meister? Wohin? Ich laufe dir nach. Oh, hier sieht's ja danach aus. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Dankeschön. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Hey, Lagerfeuer in Papierflaschen, ja. Ach, sowas. Was haben wir hier? Blutlachen. Sehr viele. Versuchen. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Da sind irgendwelche Wölfe.
ein Lager? Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Hier haben wir so einen Checkpoint für die Schnellreise. Okay, ist schon aktiviert. Ja. Mann. Da dort war irgendeine Kiste, oder? War nicht eine Kiste? Ah, hier. Oh. Cool. Was man nicht alles findet, nur weil man die Taste verwechselt hat. Okay. So, jetzt sind wir oben. Und mit Schmackes, Junge. Sehr schön. Ah, hier war noch. Hier rauf. Und hier rauf. Ja. Komm noch runter. Nicht in Kampfmodus gehen. So. Okay, hier. Und dann hin. Da sind wir hergekommen. Doch darauf. Ja, hier oben. Wenn du über eine breite Lücke springst, halte dabei B gedrückt und halte dich am Vorsprung auf der anderen Seite fest. Wo ist man hin? Hallo? Ah! Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Ah, hier liegt noch einer. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Ah, okay. Hier liegt er auch schon. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell. 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Tiefe Schnitte am ganzen Körper, kein Tropfen Blut am Schnabel und hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Okay. Ich habe ein Charakterfenster auf, um eine neue Fähigkeit zu erlernen. Charakter. Charakterstufen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Verfügbare Punkte 1. Charakterfertigkeitspunkte. Wenn du eine Stufe ansteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fähigkeiten zu erwerben oder in Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Charakterfertigkeitengruppen. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitenbaum sie gehören. Gehörtung. Charakterfertigkeiten. Wähle mit links eine Fertigkeit aus und drücke dann X, um sie zu entwickeln. Gut. Was haben wir hier? Schneller Angriff. Schwert. Schneller Angriff. Starker Angriff. Verteidigung. Ich würde jetzt mal schnellen Angriff nehmen.
Ah, die haben wir schon, okay. Muskelgedächtnis erhöht die Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Erhöht den Schaden bei starken Angriffen um 5%. Pfeil. Entschlossenheit um 20% verringert. 5% verlangsamt. Ich würde sagen, wir nehmen mal den hier. Charakterfertigkeiten. Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einen freien Fertigkeitsplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Wähle eine Fertigkeit aus und drücke A. Wähle dann mit links einen freien Platz aus und drücke A, um eine Fertigkeit zu aktivieren. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Okay. Gut. Kampfvorbereitungen. Unterschätze niemals einen Gegner. Diese Regel ist es gut. Aus gutem Grund des Kernstück des Hexenkodes. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Du solltest die Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in einen Kampf stürzt. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstung anfertigen. Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrungen gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Okay. So. Und mit diesem toten Greifweibchen beenden wir die zweite Folge. Und in der dritten Folge werden wir dann wieder den Greif jagen und dann hoffentlich auch zur Strecke bringen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.